und hallo hier auf Review Entertainment am Montag. Heute gibt es mal wieder ein Special zu ausgegraben. Und was habe ich euch ausgegraben? Einen ziemlich psychedelischen Tierhorrorstreifen aus dem Jahr 1984 mit dem sehr einprägsamen Titel Razorback, Kampfkulus der Hölle. Regie hat Russell Mulcahy geführt, der hat auch Highlander und Resident Evil Extinction verbrochen. Alles beide sehr unterhaltsame Filme, muss ich sagen. Wird ja auch da oben auf dem Cover angepriesen vom Highlander-Regisseur. In Razorback geht es um ein riesiges Wildschwein, was eine Ortschaft terrorisiert. Eines Tages oder eines Nachts fällt dem riesigen Keiler ein kleiner Junge zum Opfer. Der einzige Zeuge ist natürlich der Großvater, sonst will ihm keiner glauben. Und er macht sich natürlich dann auf die Suche nach diesem riesigen Ungetüm. Zur gleichen Zeit recherchiert eine Reporterin im Fall von Känguru-Wilderei. Also da werden Kängurus im Busch gejagt, illegal, von zwei wirklich ziemlich debilen Jägern, die ja immer wieder in die Quere kommen, auch dem Großvater und halt einem anderen Einheimischen, der dann natürlich hilft. Und natürlich versuchen die drei dann ganz klar diesen riesigen Koloss, dieses Razorback, aufzuhalten. Am Ende gibt es natürlich ganz klassisch Mensch gegen Tier. Was Mulcahy hier abliefert, ist, muss ich sagen, relativ konventionelles Tierhorror-Kino, aber auch sehr gut gefilmt mit vielen atmosphärischen Szenen und mit einem wirklich schönen Soundtrack von Ira Davis. Wobei die Anfangsszene, muss ich sagen, zu den atmosphärischsten im ganzen Film gehört. Sie versprüht auch einen gewissen Gruselflair mit diesen Nebelschwaden und mit dieser Schaukel, die im Wind wippt und mit diesen vorbeihuschenden halt Riesenkeiler. Und ansonsten hat der Film auch einige humorvolle Einlagen, was auch an den beiden ziemlich debilen Känguru-Jägern liegt. Und auch eine sehr psychedelische Grundstimmung, die sich in einer ziemlich albtraumhaften Sequenz widerspiegelt, in der halt eine Figur gespielt von Gregory Harrison, ich komme jetzt nicht auf den Namen von der Figur, halt durch die Wüste stapft und aus dem Boden kommen halt Skelette von Pferden und Wildschweinen. Und das Ganze ist schon extrem psychedelisch. Von mir bekommt Razorback 7,5 von 10 Punkten. Das ist immer noch ein überdurchschnittlich gut gemachter Tierhorrorfilm. Schon fast so ein Klassiker aus Australien. Den muss man sich wirklich angeguckt haben, weil einige Szenen sind ziemlich abgehoben für dieses Genre geraten. Und die Grundstimmung ist auch sehr gut. Also der Film legt viel Wert auf Atmo. Das Finale, muss ich sagen, ist wiederum sehr gut gelungen. Zwischendrin gibt es natürlich einige Längen, einige Hänger, ziemlich sinnlose Dialoge. Und dann immer wieder dieses Aufeinandertreffen mit diesen zwei ziemlich bekloppten Wilderern, das nimmt dem Film ein bisschen die Fahrt raus, auch ein bisschen Anspannung, aber ist nicht so schlimm. Die Version, die ich von EMS habe, EMS ist ja schon vor einer ganzen Weile pleite gegangen, war die Erstauflage auf DVD. Allerdings ist der Film in dieser Version nicht uncut. Es fehlen einige Sekunden, einige Szenen fehlen leider. EMS hat dann aber nach einer Weile noch eine Special Uncut DVD-Version nachgelegt, wo zwei DVDs mit einem sehr guten Making-of. Die muss ich mir irgendwann mal holen. Bislang bin ich nicht dazu gekommen. Aber in dieser Version hier, die ab 16 ist, merkt man die Schnitte eigentlich nicht. Die Uncut-Version ist auch ab 16. Ich kann das Ganze mal kurz zeigen. Das Cover, muss ich sagen, ist sehr klassisch ausgefallen. Sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Hier mit dem Wildschwein, dem Großvater mit der Flinte. Und ja, also es vermittelt schon ein sehr gutes Gespür für die Atmosphäre des Films. Die Disc, ja, ist ganz okay ausgefallen. Nichts Besonderes. Und hinten ja halt nochmal Inhaltsangabe, ein paar Bilder aus dem Film, die FSK ab 16, Extras hat das Ganze nicht viel. Jetzt vor kurzem ist von Tombstone Media so ein neues Label, so Art Repacks erschienen, in zwei großen Hardboxen, limitiert auf 75 Stück. Allerdings finde ich die Cover extrem hässlich, also die sind nicht sehr gut gelungen und zumal kriegt man die zweite Auflage des Films von EMS. Dieses Label gibt es ja leider nicht mehr, kriegt man ganz günstig für unter 6 Euro, muss man gucken bei der OFDB oder so, kriegt man auf jeden Fall günstiger. Und ich werde mir auch in jedem Fall nochmal zulegen in dieser Special Edition, weil der Film ist wirklich, muss ich sagen, ein verdammt unterhaltsamer Tierhorrorfilm geworden mit einer sehr schönen psychedelischen Note. Das war es auch heute am Montag mit einem ausgegrabenen Special von mir, dem Lord. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich würde mich über eure Kommentare freuen. Und halt bis zum nächsten Mal hier auf Review Entertainment. Ciao. Now he's mine.
owners. Animal campaigner? And dumped at the Pet Pack Cannery 8 miles west of here. The American animal campaigner, who got more than the story she bargained for. Don't rub her up! She wasn't very popular around here. What'd you do to my wife, Benny? And the crazed brothers who protected their own secrets at all costs. You ask too many bloody questions, you know that? Do you know what happened to her? Razorbacks. Carl Winters searching for the answers. Godless vermin. He's only got two states of being. Dangerous or dead. That boar destroyed his life. Now listen, Bill, you're in the middle of bugger all here, so for Christ's sake, don't go walkabout. We'll never find you. Now we'll be back in 5 or 6 hours. Gregory Harrison, in his first major motion picture, running for his life. If you're gonna do it, just bloody do it. Hello? Come on, man! Shoot me! You finished the kangaroo off! Shoot me! Produced by Hal McElroy from Australia's hottest new director, Russell Mulcahy. Razorback. He's only got two states of being. Dangerous or dead.